Die Azteken. In nur wenigen Jahrzehnten entwickeln sie sich zur Supermacht und beherrschen 100 Jahre lang Zentralmexiko. Die Gesellschaft ist in vielem moderner als im damaligen Europa. Hier sind 5 erstaunliche Fakten über die Azteken. Erstens, sie waren geniale Baumeister. Tenochtitlan, die Hauptstadt der Azteken, ist Mitte des 16. Jahrhunderts eine der größten Städte der Welt, erbaut mitten in einem See. Nur mit Hilfe genialer Bautechniken konnte die gigantische Metropole im Wasser errichtet werden. Als die Azteken 300 Jahre zuvor den Texcoco-See zum ersten Mal erreichen, finden sie nur eine winzige Insel mitten in einem Salzsee vor. Der Legende nach erblicken sie dort ein göttliches Zeichen. Ein Adler auf einem Kaktus sitzend, mit einer Schlange in seinen Fängen. Hier sollen sie den Grundstein für ihre Hauptstadt legen. Doch das Leben auf der Insel ist hart. Das salzige Wasser des Sees ist ungenießbar. Alles, was die Azteken zum Überleben brauchen, müssen sie in ihren Kanus vom Festland herbeischaffen. Auf der Insel selbst gibt es weder Bauholz für Hütten noch genügend Platz. Doch die Siedler nutzen einen genialen Trick. Auf einem Untergrund aus Wasserlilien und Schilfgeflecht schichten sie im seichten Wasser des Sees immer neue Lagen aus Schlamm auf, der sich dann verfestigt. So schaffen die Azteken schwimmende Gärten, um Landwirtschaft zu betreiben. Die Chinampas. Am Stadtrand von Mexico City gibt es sie bis heute. Die Chinampas der Azteken waren eine höchst ergiebige Form der Landwirtschaft. Sie ermöglichten je nach Pflanze 3 bis 8 Ernten pro Jahr. Infolgedessen explodierten die Bevölkerungszahlen. Damit die Gebäude der Stadt nicht im schlammigen Untergrund versinken, errichten die Azteken sie auf Pfählen. Auch das Trinkwasserproblem lösen sie. Ein Staudamm trennt Salz und Süßwasser. Aquädukte befördern frisches Wasser in die Stadt. In nur 200 Jahren entwickelt sich aus der kleinen Inselsiedlung eine 13 Quadratkilometer große blühende Metropole, das Zentrum der größten Staatsmacht Mesoamerikas. Auch das aztekische Staatswesen ist in vieler Hinsicht fortschrittlicher als im damaligen Europa. Anders als europäische Könige regiert der Aztekenherrscher Moctezuma nicht als absoluter Monarch. Er wird gewählt und ist Teil eines politischen Rats. Die Rechtsordnung ist erstaunlich modern. Auf dem Markt kontrollieren staatliche Prüfer die Waren und sorgen dafür, dass niemand betrogen wird. Besonders Kakaobohnen, das damalige Zahlungsmittel, sind beliebt bei Fälschern. Einige Leute haben die Kakaobohnen gefälscht, indem sie kleine Holzstücke ausschnitten und polierten, bis sie die Form der Kakaobohnen hatten. Diebe und Betrüger werden noch vor Ort den Marktrichtern übergeben. Wer gestohlen hat, der muss seine Schuld durch Sklavenarbeit abtragen. Auch für alle anderen Bereiche des Lebens gibt es Gesetze. Staatlich angestellte Richter sorgen für ihre Einhaltung. Verfahren sind öffentlich. Adlige und Bürger werden vor Gericht gleich behandelt. In Europa gab es zu dieser Zeit kaum gerichtliche Strukturen. Den Azteken hingegen war eine öffentliche Ordnung sehr wichtig, um die Bürger zu schützen. Besonders fortschrittlich ist das Schulsystem. Alle Kinder, auch die von Sklaven, dürfen und müssen die staatlichen Schulen besuchen. Dort werden sie gemeinsam mit Kindern aus allen Schichten unterrichtet. Für uns heute modern anmutend ist das aztekische Schulsystem, weil es verbindlich war für Jungen wie für Mädchen, ein allgemeines Schulsystem. Vergleichen wir Europa dazu in dieser Zeit, so gab es Schulen für Auserwählte, aber nicht für die Allgemeinheit und es war auch nicht verpflichtend, zur Schule zu gehen. Besonders begabten Jungen aus der Unterschicht stehen die höheren Schulen offen, die eigentlich dem Adel vorbehalten sind. Wer sich hier als guter Schüler erweist, kann sich in der Gesellschaft der Azteken erfolgreich hocharbeiten. Ein moderner Staat, der die Spanier bei ihrer Ankunft in Staunen versetzt.
Das Leben auf einer Insel mitten in einem See erfordert einen bewussten Umgang mit der Natur. Eine Vermüllung ihrer Stadt versuchen die Azteken daher um jeden Preis zu verhindern. Tausende staatlich angestellte Reinigungskräfte fegen täglich Wege und öffentliche Plätze. Damit die Kanäle der Stadt nicht zur Kloake werden, haben die Azteken sogar ein ausgeklügeltes Toilettensystem. Für das dringende Geschäft gibt es öffentliche Latrinen. Während in Europa die Bürger ihre Nachttöpfe mancherorts einfach aus dem Fenster auskippen, sammeln die Azteken ihre Hinterlassenschaften in Tonkrügen und verkaufen sie an Fäkalienhändler. Die Exkremente werden als Dünger für die Felder verwendet. Der Urin dient als Säure bei der Lederverarbeitung und zum Färben von Stoffen. In mancher Hinsicht erinnerte das städtische Leben der Azteken an das, was wir heute eine Zero-Waste-Gesellschaft nennen würden. Auch auf Körperhygiene wird penibel geachtet. Aztekenherrscher Moctezuma soll sogar mehrmals am Tag gebadet haben. Die Azteken nutzen auch Seife, Deos und Atemerfrischer, während sich die Spanier damals ihre Zähne mit Urin putzen und in Europa zu viel waschen als schädlich gilt. Die Azteken hatten nicht nur eine eigene Sprache, das Nahuatl, sondern auch eine eigene Bilderschrift. Die Azteken hatten, das wissen wir, sehr viele Bücher. Es gab regelrechte Bibliotheken. Leider wurden die verbrannt, zerstört und auch nach dem Fall Tenochtitlans noch systematisch vernichtet, um diesen Teufelsglauben auszutreiben, so meinten die Christen. Jahrzehnte nach dem Untergang ihres Reiches halten aztekische Schreiber unter Aufsicht spanischer Mönche die letzten Erinnerungen an ihre verlorene Kultur fest. Eine dieser wenigen erhaltenen Handschriften ist der Codex Mendoza. Er beschreibt zum Beispiel, wie die Kinder der Azteken im Haushalt mithelfen, aber auch die strenge Erziehung. Wenn die Kinder nicht gehorchen, werden sie hart bestraft und beispielsweise über brennende Chilischoten gehalten. Der Kodex offenbart auch, welche Güter als Tribute in die Hauptstadt geliefert wurden. Kriegerkostüme, Schmuck und wertvolle Jaguarfelle, aber auch Nahrungsmittel wie Bohnen, Mais oder Chiasamen. Dies war alles bis ins Detail geregelt, denn die Azteken legten großen Wert darauf, dass die Tribute rechtzeitig und pünktlich geliefert wurden. War dies nicht der Fall, dann waren harte Konsequenzen die Folge. Nur dank der aztekischen Schreiber wissen wir heute noch diese Details über das Leben der Azteken. Sie haben das Erbe ihrer Kultur für die Nachwelt bewahrt. Doch die Hochkultur der Azteken hat auch ihre dunklen Seiten. Grausame Menschenopfer zum Wohle der Götter. Die Beziehung zwischen Menschen und Göttern bestand durch Blut. Menschliches Blut nährte die Götter und im Gegenzug gaben sie Leben. Tod und Leben waren wechselseitig. Das eine beendete nicht das andere. Beides war notwendig, damit das jeweils andere existieren konnte. Auf den Altären der Pyramiden und in Tempeln wird ihnen bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten. Zehntausende sollen so Jahr für Jahr zu Tode gekommen sein. Die Kodizes beschreiben, wie die Schädel der Opfer vor der großen Pyramide auf einem Holzgerüst aufgehängt wurden. Lange waren Wissenschaftler der Meinung, dass es sich um übertriebene Darstellungen handelt, die die Aztekenschreiber auf Geheiß der spanischen Eroberer anzufertigen hatten, als Rechtfertigung für ihre eigenen Gräuel gegenüber den Azteken. Aber dann machen Archäologen 2015 bei Grabungen um den Templo Mayor eine erstaunliche Entdeckung. Eine Mauer aus Menschenschädeln, fast 2 Meter hoch. Und sie stoßen auch auf die Spuren des Holzgerüsts, das die aztekischen Chronisten beschrieben haben. Die Pfähle selbst sind längst verwittert, aber überall verstreut die durchbohrten Schädel. Inzwischen können die Archäologen anhand der grausigen Funde die Anlage genau rekonstruieren.
Die Größe des Gestells und der beiden Türme lassen vermuten, dass es tatsächlich Tausende von Schädeln waren, die so vor dem großen Tempel zur Schau gestellt wurden. Der Fund ist der endgültige Beweis auch für die letzten Skeptiker, die der Meinung waren, dass die Menschenopfer eine reine Erfindung der Europäer gewesen sind, dass Menschenopfer tatsächlich auch stattgefunden haben. Laboruntersuchungen belegen, die meisten Opfer waren Männer in einem Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Fast alle Opfer stammten aus weit entfernten Gebieten. Es waren Kriegsgefangene und Sklaven aus eroberten Provinzen. Die Menschenopfer sind nicht nur Dienst für die Götter, sondern auch eine Machtdemonstration der Herrscher über die befeindeten Stämme. Diese Gier nach Menschenopfern und die Unterjochung der umliegenden Stadtstaaten werden den Azteken schließlich zum Verhängnis. Befeindete Stämme wie die Tlaxcalteken verbünden sich mit den Konquistatoren und stürmen gemeinsam mit den Spaniern die Hauptstadt der Azteken. Der Untergang des Aztekenreichs ist besiegelt. Auf seinen Grundfesten wird später das moderne Mexiko erbaut. Welche Information über die Azteken hat euch am meisten überrascht? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal.